Ich gehe jetzt dich töten, wenn's recht ist. Und wenn nicht, ist mir auch wurscht. So. So. So, die haben wir weiter. Weiter geht's hier. Locker, zackig, flockig. Heiter, weiter. Den Trottel muss ich gefangen nehmen. Da ist noch einer. Schnauze! So, da. Hab sie. Sagen Sie Starik, dass seine nächste Lieferung auf dem Weg ist. Und sagen Sie ihm auch, dass ich diese Arbeitsbedingungen leid bin. Jo, jo, ich nehme mal die Kiste und dann reden wir weiter, wir zwei. So. Und jetzt komm wieder her, du. Gibt's eine aufs Maul? So, wir müssen mit der raus. Ja, hier kommen wir nicht raus. Scheiße. Ich muss nach oben irgendwie. Das heißt, raus einfach mal. Hier wahrscheinlich. Ups, da sind wir, glaube ich, hergekommen. Oh, scheiße, da sind wir nicht hergekommen. Da auch nicht. Oh, ist das mühselig. Ich hasse Labyrinthe. So, da geht's auch nicht weiter. Oh, wie komme ich denn hier raus, Mann? Da waren wir doch gerade. Oh, scheiße. Hey, ist nicht euer Ernst. Da war ich doch gerade. So ein Dreck. Alter, wie kommt man denn hier raus? Wie ich solche Labyrinthe hasse. So. Da kann ich wieder nicht durch. Oh Gott. Oh, wo denn? Da rechts, kann ich da? Ja. Gott. Da können wir auch nicht. Labyrinthe sind scheiße, Leute. Glaubt mir. Da ärgert euch euch nur. Find aus diesem Scheißdreck hier nicht raus, ey. Mann, Mann, Mann. Jetzt hier rauf. Ja, na endlich. So, jetzt gehen wir aber. Komm. Auf da mit dir. Hoffentlich sind jetzt hier nicht auch noch Gegner. Komm, ein bisschen schneller kannst du schon gehen. Gott, das sind Bullen. Scheiße. Versuch mal einfach abhauen. Oh, das klappt sogar. So, wir müssen darüber, kein Problem. Geh weg, Kleiner. Wir müssen darüber mit der Tussi hier. Ein bisschen umschauen, dass es keinen Stress gibt. Nicht, dass hier 10 Leute irgendwo auf uns warten, das kann ich jetzt nicht brauchen. So, da sind wir ja schon. Abliefern. Alles klar. Hier ein Geschenk. Sie werden von Mr. Starik hören, Rob. Ja, ja. Komm, geh rein und halt die Fresse. Warum das Alhambra? Jeder gute Kriminelle muss. Ah, und weiter geht's zum nächsten. Und was ist besser als die Welt mit etwas Seichtung abzulenken, der von das tut? Ich fahre hier übrigens absichtlich wie eine Sau und randaliere ein bisschen. Genießt, wer ein Stück gut ankommt. Bravos und Acapos, die Kritiken. Ich genieße gute Unterhaltung, Jake. Ah, der Park. Das Wohnzimmer von Starik Sicherheitschef. Einem gewissen Benjamin Ruff. Der sich mit ihm anlegt, verschwindet gerne ohne Vorwarnung. Wir werden uns sicher gut verstehen. Sei vorsichtig. Wo er ist, sind seine Waffen. Gut. Dann müssen wir die alle umnieten und dann sollte das klappen. Schnauze. So, weiter geht's. Oh, ihr seid jetzt auch noch lästig, oder was? Gut, dann werdet ihr sterben.
So, dann gehen wir mal rein hier. Oh, hier sind wirklich viele Leute. Vielleicht können wir den so schön gefangen nehmen. Ich werde es einfach mal probieren. Halt die Schnauze. Was soll denn das? So, wir gehen, Junge. Schickt sie Ruth, der Verbrecher. Sie verwechseln Ihre Verbrecher, Mr. Raffles. Der Mann, für den Sie arbeiten, ist der wahre Verbrecher. So, die Gegner haben sicher was dagegen, dass sie den einfach mitnehmen, aber das ist mir egal. Denen ist es wirklich scheißegal, sind die doof. So, weiter geht's, Leute. Die fahren über den Haufen hier. Sind ja nur Gegner. Und er hat noch viele andere Talente. Nach wem suche ich? Chester Swinebone. Ich fahre wie ein Schwein hier. Wenn wir ihn entfernen können, kappen wir Starricks Verbindung zur Polizei. Muss gut sein in dem, was er tut, wenn diese Scharade schon so lange läuft. Das ist er wirklich, mein Freund. Oh! Bei so vielen Bobbys kriege ich mir Gänsehaut. Willkommen bei Scotland. Oh nö, Bullen. Okay, das ist kein Problem. So viele sind es jetzt auch nicht. Wir werden die ja umnieten und fertig. Geht er durch das Fenster einfach. Das müsste funktionieren. So, den haben wir schon mal los. Jetzt schauen wir weiter. Da drüben ist das Ziel. Boah, da sind aber wirklich ein Haufen. Muss man aufpassen, die sind nämlich ziemlich schwierig hier. So, gehen wir mal nach oben. Es geht natürlich nichts an, was ich hier mache. Oh, so war das nicht geplant. Scheiße. Die finden das, glaube ich, nicht so witzig hier. Hau mal ab. Hau mal ab hier. So. Seht ihr mich da oben auch, oder was? Nee. So, wir müssen da rüber. Dort wäre ein Fenster offen, aber da reinkommen. Boah. Ich darf ihn auch nicht erschießen, das ist das Problem. Und ich muss die sowieso umlegen, die Bullen, weil ich muss ja wieder raus hier, ne? Wenn du so weitermachst, schaffst du es nicht mal ins Zuchthaus. So, wir müssen die dezimieren, es geht nicht anders. So, es hat sich. Wir räumen die alle weg hier. Es geht wirklich nicht anders, Leute, weil wir müssen den ja irgendwie rausschaffen dann auch. Sicher komme ich damit durch. Wett mal. Dich töten, warum? Ist das ein Problem? Denke nicht, oder? So, dann gehen wir da mal rein. Mal rauf wieder. So, irgendwo da muss es reingehen. Eins unter uns. Nee, hier geht's auch rein. Ich bin so kurz davor, rüberzukommen und dich zu verhaften. Was willst du? Halt das Maul, Alter. Dich nehme ich mit, Junge. Was? Na, na, Swinebone. Machen Sie ja keine Szene. Damit werden Sie nicht davonkommen. Sicher. Oh, doch werde ich. Small, wir gehen weiter. Wo bringen Sie mich hin? Zu einem Freund, der Sie begrüßen will. This part of town. Well, das ist ein verdächtiger Kerl. Scheiße. Hey, dann nicht abhauen, du Sau. Haut der Wichser ab. Hey, du bleibst schön hier. Bleib da, du Arsch. Dann kriegst du noch einen ins Maul. So, wir gehen. You were moved.
Hey, wake up. Hey, wake up. So, die töten wir schnell. Ah, scheiße, dann sollen wir Gefangene nehmen. Jetzt hat er den fast umgenietet. Nein, nicht den! Oh Mann, geh doch mal weg von denen da. Das ist doch dämlich, ey. So eine Scheiße, komm her, du. Ja, Gott, wie mir das im Sack geht, ey. Stell sich daneben, ey. Da gehört ein Schutz hin, dass man den nicht umlegen kann. So, jetzt haut der Arsch wieder ab, aber das ist mir ganz recht, weil ich brauche den sowieso da draußen. So, bleib stehen, du Pisser. Kriegst noch eine aufs Maul. So, auf zur Kutsche. Chester, ja? Roth? Lange nicht gesehen. Du hast dich rein da. Eine Schande. Na, so sieht's aus. So, hau mal ab. Wir sollen den Bestimmungsort erreichen. Das kriegen wir auch hin. Das ist ja nicht so weit. Drei Leute haben wir entführt. Was für ein Meilenstein. Aber das letzte, das war wirklich hardcore. Da waren sau viele. Noch dazu diese Bullen, ey. So. Tolle Arbeit. Besuch mich wieder im Alhambra. Ich habe noch mehr Amüsements für uns in petto. Alles klar, Junge. So, da. Bonusziele nicht erreicht, aber geschafft. Das ist schon okay. So. So, jump auf die Karte. Ey, da ist eine Kiste. Die schnappen wir uns gleich. Kisten sind immer gut. Den Boten heimlich töten. Na, scheiß drauf, den töten wir einfach so. Ich werde dich gerne aufschlitzen. Du willst mich aufschlitzen. Der war kurz. So, bitteschön, du heimlich Aufschlitzer, du. So, Leute, wir wechseln zu Eevee. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.